Wie uns das Bild Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich zeigt, geht es in der Epoche der Romantik um Gefühle, man könnte auch sagen um Wahnsinn oder um Fantasie. Die Zeit erstreckt sich über rund 100 Jahre und meint mit dem Begriff romantisch, romanhaft, gefühlshaft, aber auch fantasievoll und märchenhaft. Wie uns dieser Mensch im Bild zeigt, geht es um die Sehnsucht. Er ist von uns abgewandt. Der Mensch ist zwar in der Natur, aber er ist einsam und schaut in die weite Ferne. In der Romantik gibt es neben den bestehenden Gattungen der Klassik vier neue, nämlich das Kunstlied, das Charakterstück, die sinfonische Dichtung oder auch Programmmusik und das Musikdrama von Richard Wagner. Der Begriff Kunstlied ist schon in der Klassik bekannt, wird jetzt aber in der Romantik voll ausgeprägt und ausgebildet. Der Textdichter, in diesem Beispiel Friedrich Müller, ist bekannt. Aber auch der Komponist, hier Franz Schubert, ist bekannt. Die Singstimme und die Begleitung ist gleichwertig. Im Lied Die Ungeduld aus der schönen Müllerin geht es um stürmische Gefühle, Liebesgefühle, und das sehen wir hier in diesen Triolen, die sehr schnell gehen. Ja, da, 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 da. Die Satzbezeichnung ist etwas geschwind. Der Bass macht da, da, di, da, di, da, di, da, da, di, da, da, di. Also sehr eine aufgeregte Stimmung. Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, ich grüb es gern in jeden Kieselstein, ich möchte säen auf jedes frische Beet, mit Kräxchen zahlen, ihr es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz. Die Ausführenden sind Künstler, das ist also nicht das Volk, das das macht, im Gegensatz zum Volkslied. Die Melodien und Harmonien sind kunstvoll, meistens auch kompliziert. Und formal gibt es drei verschiedene Typen, nämlich hier in diesem Beispiel das einfache Strophenlied. Es werden also zwei weitere Strophen genauso gesungen. Dann das variierte Strophenlied, das heißt, die Strophen werden abgeändert, abgewandelt. Und wenn keine Strophen mehr zu erkennen sind, dann ist es das durchkomponierte Kunstlied. Das Charakterstück ist ein Instrumentalstück, meistens eine Gitarre, eine Harfe und allermeistens ein Klavier. Es meint nicht ein Orchester. Es wird eine konkrete Situation angespielt. In diesem Beispiel heißt es Lied ohne Worte. Es gibt aber auch Beispiele am Lagerfeuer oder am Wasser auf dem Berge und so weiter. Es werden also konkrete Situationen gemeint. Die Formen sind frei. Sie können Strophen haben, wie das Beispiel, das wir gleich hören werden. Es gibt aber auch Beispiele in Rondoform oder in Fantasieform. Lied ohne Worte von Felix Mendelssohn. Bei Programmmusik handelt es sich um ein Instrumentalstück für Orchester. Es geht um eine konkrete Situation, also um ein Programm. In diesem Beispiel Mars von Gustav Holst geht es um die Planeten. Darum heißt dieser Zyklus auch The Planets. Und wir hören uns einen Ausschnitt an aus diesem Werk. Der Mars ist der Kriegsgott und das ist hier sehr deutlich zu hören.
Auch dieser martialische Rhythmus in einem Fünfvierteltakt ist sehr deutlich wahrnehmbar. Richard Wagner muss ein sehr egozentrischer, egomanischer Mensch gewesen sein. Er behauptete, ich schreibe keine Opern, sondern ich schreibe Musikdramen. Musikdramen sind also Opern mit deutschem Text. Die Geschichte, das Libretto, schreibt er selbst, die Musik sowieso. Er gestaltet aber auch das Bühnenbild und führt auch Regie. Die Harmonisation ist sehr komplex und die Orchesterbesetzung ist äußerst groß. Ein Ausschnitt aus seiner Oper Der fliegende Holländer. Solche Musikdramen können gut und gerne zwischen 3 und 5 Stunden dauern. So, das war eine kurze Zusammenfassung.